Heute versuchen wir, Kartoffelchips mit einem Bügeleisen zu machen. Dafür gehen wir erstmal wie bei gewöhnlichen Chips vor und schälen die Kartoffeln. Anschließend wird sie in dünne Scheiben gerubbelt. Dann werden die Scheiben in Salzwasser mit einem Schuss Essig für 20 Minuten eingelegt. Nun kommt der Teil, an dem man anders verfährt als bei gewöhnlichen Chips. Wir nahmen die Chips aus der Wassermischung und legten sie auf ein mit Öl bestrichenes Blatt Backpapier. Danach beträufelten wir sie noch einmal mit Öl und falteten den Backpapierumschlag zu. Nun ging es zum Bügelbrett. Auf höchster Stufe bügelten wir die Chips. Wir rechneten jedoch nicht damit, dass es fast eine Stunde dauern würde, bis die Chips durch waren. Womit wir jedoch noch weniger rechneten, war, dass die Chips durchsichtig sein würden. Geschmacklich waren die Chips jedoch nicht zu empfehlen, da sie doch sehr nach Bügeleisen bzw. destilliertem Wasser schmeckten. Und das, obwohl wir den Dampf ausgestellt hatten. Den Rest der Chips bereitete ich dann doch lieber normal zu.